Danke. Respekt. Respekt. Irgendwie sind wir doch alle gleich. Respekt. Egal ob schwarz, weiß, arm oder reich. Liegt nicht auf der Straße. Respekt. Dazu gehört auch gutes Benehmen. Respekt. Guten Tag, Entschuldigung, auf Wiedersehen. Respekt. Es gibt immer einen Weg, sich noch zu ändern. Respekt. Glaub an dich selbst und es wird gut enden. If I was your boyfriend, I'd never let you go. Keep you on my arm, girl, you'd never be alone. I can be a gentleman, anything. Hey Jungs, wie geht's? Ich bin der kleine Gangster. Oh, der Son Ericsson, ich habe einen Anruf empfangen. Ich frage mich jedes Mal, warum gehe ich nur ran? Jo, nix mal, geh nicht mal, drück nicht mal an. Ich frage mich jedes Mal, wer ist denn da dran? Woher Beyblade und Yu-Gi-Oh! Heute ist es voll. So, wir waren stehen geblieben beim Dreieckshandel. Welche Länder waren dann beteiligt am Dreieckshandel? Afrika. Wer noch? Okay, und noch? Genau. Europa. Genau. Und unter diesen drei Ländern oder Kontinenten gab es den Dreieckshandel. Was haben die denn für Waren hin und her verschifft? Keiner? Davut, schnell, wach auf. Wir haben die Geschichtsstunde verpasst. Schnell, wach auf. Wach auf. Gegen diese zwei sind wieder da, die kommen jetzt nicht. Komm, wir sind zu spät. Ich hab den Jungen. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Meine U-Bahn hat einen platten Reifen. Okay, setz dich bitte, okay? Entschuldigung, dass wir zu spät sind. Als wir draußen waren, habe ich meine Mutter gesehen mit Drogen auf der Straße. Und zwei Rottweiler sind uns hinterhergerannt, wo wir jetzt zur Schule kommen wollten. Da mussten wir einen ganzen Block rennen. Entschuldigung, dass wir zu spät kommen. Der Weg war versperrt und wir müssen einen anderen langen Weg nehmen. Entschuldigung, dass ich zu spät bin, weil ich abends nicht schlafen könnte. Entschuldigung, dass wir zu spät sind. Wir mussten unsere Hausaufgaben fertig machen. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Meine kleinen Schwestern haben mich geärgert. Entschuldigung, dass ich zu spät bin, weil einer wollte Schläge auf der Straße. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Mein Reifen war platt. Entschuldigung, dass ich spät gekommen bin. Ich musste einen Film drehen. Ja. Bei Ihnen sind ja alle da. Bei mir sind immer alle Schüler pünktlich. Oder? 5 Minuten vor aller Zeit ist die Wahrheit.
Kompliment, Herr Kollege. Kompliment. Na dann, viel Spaß. Danke ebenso. Tschüss. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Neuausgabe unserer Sendung Umgangsformen Etikette leicht gemacht. Mein Name ist Frau Dr. Knigge und ich bin Ihre Expertin für den heutigen Tag. Ob im Restaurant, in der Kirche oder auch in der Schule, überall im Alltag lauern Sie, die kleinen Stilfallen und unausgesprochene Regeln des sozialen Zusammenlebens. Wie viel Trinkgeld muss ich geben? Sagt man noch Gesundheit? Wie verhalte ich mich bei einem Besuch? In diesen Fallen zu tappen, kann peinlich werden. Im Job kann es womöglich sogar schaden. In unserem Knigge-Spezial sagen wir Ihnen, was in bestimmten Situationen zu machen ist und was Sie lieber sein lassen sollten. Gutes Verhalten bedeutet für mich, wie zum Beispiel einen älteren Menschen die Tür aufhalten. Höflich sein und respektvoll. Nett gegenüber anderen Menschen sein. Respekt haben. Jemanden aussprechen lassen. Dass man anderen Leuten in Not hilft. Leute respektieren, wie sie aussehen. Der tiefe Sinn von Umgangsformen ist es, das alltägliche Zusammenleben zu erleichtern. Wenn ich anderen Menschen durch meine Höflichkeit Freude mache, erleichtert das den Umgang miteinander. Wenn ich mich in die Wünsche der anderen Menschen hineindenke, kommt es weniger zu Kollisionen und seltener zu Missverständnissen. Wenn ich den anderen durch Höflichkeitsgesten ehre, verbessere ich damit automatisch die Stimmung. Hier ein paar Umgangsformen. Grüßen Sie Ihre Mitmenschen freundlich. Reden Sie sie mit ihrem Namen an. Dein Opfer, was guckst du, du Hurensohn? Verwenden Sie keine Schimpfwörter. Lassen Sie den anderen aussprechen und unterbrechen Sie ihn nicht. Und wir kommen jetzt zum Alexanderplatz. Man muss als Girl hier einsteigen. Ja. Nee, muss man nicht. Man redet mal nicht dazwischen. Zeigen Sie nicht mit dem Finger auf andere Menschen. Benutzen Sie keine abwertenden Gesten. Wenn Ihnen jemanden körperlich zu nahe kommt, bedeutet das Stress für Sie. Halten Sie deshalb immer eine Armlänge Abstand. Jetzt kommst du raus! Bieten Sie anderen Ihre Hilfe an. Komm mal her! Wenn jemand etwas herunterfällt, helfen Sie beim Aufheben. Man sollte seinen Mitmenschen die Mühe abnehmen, die Türe selbst zu öffnen. Auf jeden Fall ist es ungehörig, eine Türe ohne Rücksicht auf nachfolgende Person hinter sich zufallen zu lassen. Aha. Müssen Sie gehen, nehmen Sie die Hand vor den Mund. Trotz eines starken Juckreizes sollte man nicht in der Nase bohren. Man sollte niemals spucken, auch nicht auf dem Boden. Im Schulgebäude sollte man weder rennen, noch schubsen, rumtun oder laut schreien. Schüler, die in der Pause allein stehen, sollten angesprochen und mit einbezogen werden. Und nochmal. Oh, Alter, immer so scheiß Lernen, Mann. Kommt mal mit, ey. Scheiße, Mann, komm doch, Junge, nimm doch dein App zurück. Was geht mit euch ab, Alter? Steh mal auf, Mädchen. Veräppeln Sie niemanden wegen seines Aussehens, seiner Nationalität, seiner Kenntnisse und Fähigkeiten. Reden Sie niemals schlecht oder beleidigend über andere. Und sollte es doch einmal passieren, entschuldigen Sie sich bei der Person. Ja, na und? Interessiert mich nicht. Ein Mensch mit guten Umgangsformen hat eine hohe Sozialkompetenz. Er kann sich in seinen Mitmenschen ihre Fragen, Nöte, Ängste, Schwächen und Stärken hineindenken. Deshalb ist er am Ende erfolgreicher und hat ein glücklicheres und besseres Leben. Super. Immer.
wenn ich deine Hilfe brauchte, bist du nie gekommen. Ich hab langsam das Gefühl, wir sind dick verloren. Doch blicke ich nach vorn, ohne Respekt bist du für mich gestorben. Einer für alle und alle für ein. Damals war alles anders, da gab es keinen für ein. Irgendwie ist doch alles das Gleiche. Eine andere Hautfarbe hat doch nicht so heißen. Boah, endlich ja. Keine Musik mehr. Ja, echt. Ich hab einfach die Pause. Ey. Was ist das? Der Generalschlüssel. Ey, der Generalschlüssel. Echt? Boah. Ja, der Lehrer muss doch... Ey, warte. Warum wird er zum Lehrer? Um den Schlüssel zu geben. Ja, aber das ist eine einmalige Sache. Damit könnten wir echt alles machen. Überleg mal. Ey, ey. Das ist einmalig, Mann. Komm mal. Wir können damit alles machen, die Freizeiträume, Chemie, alles. Wir könnten alles explodieren lassen damit. Ist zu gefährlich. Nein, ey. Ich bin ein Klassensprecher, ich habe die Verantwortung dafür. Oh, ey, ey. Okay, warte mal. Wir treffen uns an der Schule hier, ja? Gib mir meine Schlüssel. Ey, ich kann's mir vertrauen, ey. Du kannst mir echt vertrauen. Gib mir her. Ich sag's auch niemandem, okay? Du sagst es aber niemandem, echt. Okay, du sagst auch an niemandem, okay? Okay. Okay, versprochen. Versprochen? Okay, versprochen, du auch? Okay. 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 Ah, guck mal, wer da kommt. Ja. Ist klar bei euch? Ja. Ist klar bei euch? Ach ja, alles. Guck mal, krasser Tag, ne? Ich stopp einfach so flug vorbei, guck mal, was ich gefunden hab. Generalschlüssel, Digga. Generalschlüssel? Ah, ja, alles. Ist ja krass. Ist ja krass. Hast also, ja Glück. Geil, also ihr könnt damit jetzt alles machen, weißt du? Freizeiträume, Keller, Atmen. Lass mal jetzt damit rumspielen. Was los, warum freut ihr euch so? Ja, aber ihr dürft niemandem erzählen, ne? Mhm. Okay. Guck mal, Generalschlüssel. Geil, oder? Ja, krass, ist das nicht wieder Schule, der alle Räume aufmacht? Ja, wir können überall rein. Freizeit voll geil. Hast du noch deine Eddings? Alles, ich hab alles voll noch oben. Alles. Den Chemieraum abfackeln oder die Fenster beschmutzen. Unsere Asken können wir auch abfackeln, die Fenster alle bemalen. Ja, okay, das okay komm, lass uns gehen. Hier. Okay. Geht's? Ja. Verloren? Hm. Weißt du was davon? Nee, ich hab's gerade auch gesehen. Warum bist du gerade so komisch? Nichts. Hast du was jetzt mit den Schlüsseln zu tun oder so? Du bist irgendwie so ruhig heute. Du, ich kenn dich nicht so. Mit mir ist alles okay. Was ist los? Ich hab den Schlüssel gefunden und Bura gegeben. Warum nicht den Lehrer? Bura gegeben? Ja. Bura hat gesagt, er macht nichts. Der macht nichts? Ja, der macht doch nichts. Wenn er jetzt was macht, bist du verantwortlich. Er hat doch gesagt, er macht nichts. Du kennst ihn nicht mal richtig. Er macht nichts. Der kann, glaube ich, die ganze Schule anbrennen oder so. Ja, er kann unten die Akten besuchen oder im Chemieraum sein. Weißt du was? Lass ihn suchen. Wenn ich ihn erwische, dann komm einfach. Ey Küscher, wieso machst du nichts? Wir haben hier die Verantwortung, Zimmer sauber zu machen. Keine Lust. Wieso denn? Mach wenigstens hier den Boden sauber, hier. Na gut. Gib wenigstens auch mehr. Keine Ahnung.
Ey, Alter, was soll das? Was macht ihr hier? Was nicht? Simon, man sieht doch die Stühle auf dem Boden. Ey, Alter, ihr seid doch verantwortlich. Ja. Guck mal, gibst du mir jetzt den Schlüssel? Gib mir den Schlüssel. Warum? Ich weiß, dass du den hast. Gib mir den Schlüssel. Das wird alles unter uns, wenn du hier alles aufräumst. Hast du kapiert? Ja. Hier alle. Wenn ich wiederkomme, ich will sauber sehen. Richtig. Wo ist mein Handy? Hast du mein Handy gesehen? Hey, du hast es ja. Dankeschön. Handys oder andere Wertgegenstände sollten nicht in die Schule mitgebracht werden, da sie nicht versichert sind. Rauchen ist in der Schule nicht gestattet. Und auf dem Schulhof auch nicht. Wer raucht denn hier? Kopfhörer sind in der Schule verboten. Und warum? Weil es in der Schulordnung steht. Was ist das? Was machst du da? Mustafa hat keine Zeit. Im Schulgelände und im Schulgebäude ist das Benutzen von Handys, MP3-Player und weiteren musikalischen Geräten verboten. Hast du das, Dicker? Alles, was du brauchst, Heavy, du kennst mich doch.
Was brauchst du? Messer. Messer, ja. Guck mal. Ich hab hier Messer, ich hab hier noch die zwei Knarren, ja. Hab ich mir gestern geholt, Dicker. Gib mir Messer. Messer, ja. Okay, Bruder, danke schön. Okay, Dicker, danke schön. Hallo, ja, wir sehen uns. Danke schön, Bruder. Ciao. Hey, was hast du mir in der Garten vercheckt? Ist mir doch egal. Ist mir nicht egal. Doch, ist dir egal. Ich bin der Schulsprecher, wie du weißt. Wenn du Schulsprecher bist, nimm mal der Hand da weg. Lag mal ein bisschen der Hände weg, weil du das nicht anfällst. Nimm mal der Hand, wer bist du, sag ich mal. Ich bin der Schulsprecher. Was willst du von mir, oder was willst du von mir? Ha? Willst du sehen, was? Hier, nimm. Komm her. Waffen jeglicher Art sind verboten. Sowie Gegenstände, durch die Menschen verletzt werden oder Sachen beschädigt werden können. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, vor der Sekundarschule Skalitzer Straße 55 in Kreuzberg. Heute ist das Thema Konflikte. Wie Sie sehen können, ist die Schule hinter uns direkt. Wir schauen heute mal, was in der Schule so los ist. Bitte folgen. Halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Wir schauen mal kurz zu. Ich glaube, ich muss da eingreifen. Das ist nochmal gut gegangen. Zum Glück ist nichts passiert. Thema Diebstahl. Hey, das gehört doch nicht dir. Gib das dem. Gib mir das Problem. Ich schließe nicht ein. Gib mir das Problem. Geh mal weg. Geh weg. Gib mir einfach das Problem. Das habe ich gerade jemanden abgenommen. Danke. Gut. Dir? Ja. Ist noch alles da? Nein, das Geld ist weg. Das ist schon das dritte Mal in diesem Monat passiert. Schon so oft? Die sind einfach zu schnell und man kann sie nicht sehen. Warum unternimmt niemand dagegen etwas? Weiß ich auch nicht. Naja. Danke nochmal, ja? Ja, bitteschön. Guck mal, wie er sich anzieht. Hey, was schaut ihr da? Ja, die Arbeit, du musst mal was mitkommen her, wie geschieht. Was schaut ihr da? Guck mal, wer hat unter Profi, wenn er gekürzt. Hey, was ist los? Ich bin echt fertig, Mann. Von mir wurden Videos auf Facebook gepostet. Und über was? Ich geschlagen wurde. Warum machen die das? Ich weiß auch nicht. Das ist unmöglich sogar.
Sprache nicht rede. Weißt du, was ich neulich gesehen habe auf Facebook? Das Video von dir, du kleiner Opfer. Denkst auch, du wärst was, wa? Guck mich doch an. Ah, Hilfe! Er kennt mich! Hast du angefasst? Ich hab nichts gemacht! Hör mal, du kommst jetzt in Chemie nachsitzen. Mobbing. Mobbing kann sehr gefährlich werden für das Opfer. Es kann sich in sich Aggressionen aufbauen, die sie gegen sich oder gegen andere verwendet. Wir erzählen über Konflikte, damit die Leute sich bewusst werden, was alles passieren kann. Und damit die Schüler auf dieser Schule nicht mehr so viele Konflikte haben und sich nicht mehr streiten oder schlagen oder kämpfen oder sich gegenseitig beleidigen. Ich finde, wir müssen ein Gespräch oder eine Szene über Konflikte haben, weil man sich nicht immer bewusst ist, was man macht. Und damit wird einem gezeigt, was hier passiert, was passieren kann. Ja, ist schon ein großes Problem, weil zum Beispiel bei den Jungs, also das ist das Problem, weil wenn die einmal die Mutter beleidigen, dann wird man halt sauer, nimmt man das ernst, dann greift man den anderen an. Es gibt auch sehr viele Schlägereien unter Mädchen. Also niemand redet und niemand versucht es mit, also verbal zu klären und die schlagen immer zu. Und deswegen, man soll erst zweimal überlegen, was man macht, bevor man es macht. Also, dass sie mit reden, also wie normale Menschen reden, das erklären. Und wenn es nicht weitergeht, dann braucht man halt einen Erwachsenen. Dann muss man es mit einem Erwachsenen klären. Weil Streiten ist keine Lösung oder so. Oder Mobbing, das ist keine Lösung. Das kann man hier nicht so richtig gut brechen wie bei den anderen Aufgaben. Ich kreise alles ein, was mir wichtig ist. Mhm. Mach auf. Bist du nicht fertig? Nein, noch nicht. Fast. Das ist Aufgabe nicht. Mach den Arm runter! Spaß, du was. Hey, lutsch mal mir auch eine. Lutsch mal meine Lulli. Nee. Spassen. Ja, man, sind voll behindert, ey. Digga, hast du Manchester United gegen Real Madrid geguckt? Ja, Digga, das sind nur schwarze Niggas, ja. Scheiß auf die Nigger, Digga. Weißt du, Özil, das ist so Bombe, oder? Ja, der mit den Glöbchen hier. Oder die anderen scheiß deutschen Kartoffeln, so wie die beiden Waschlappen da. Diese scheiß Kanacken. Was guckst du immer? Deine Brille nervt mich. Was ist mit euch jetzt? Steh mal auf, verpiss dich. Nein. Steh mal auf, hab ich dir gesagt. Deine Brille nervt mich. Komm mal. Jalla, von hier, von hier. Jalla, verpiss dich mal. Lauf schneller. Mach deine Sachen auch mit dir. Sag zum Ernst. An, was denkt ihr, wer ihr seid? Was für ein Knecht? Deine Fresse, warum macht die Schwäche ran? Verpiss mal wieder zurück, Mann. Hör auf, du Knecht. Was hast du gesagt? Verpiss dich einfach! Was ist dein Problem, hast du? Halt deine Fresse! Verpiss mal in die Küche! Ich hab dir eine Frage gestellt! Schnauze zu schnell! Hey, was ist da los? Verpiss mal in die Küche! Ich meine in die Küche! Wenn ich mal! Küche. Was ist Küche? Halt die Fresse! Fresse! Damit ihr das wisst, Menschen mit Behinderung gehören auch zu uns. Alle Menschen sind gleich, ob schwarz oder weiß, reich oder arm. Homosexuelle gehören auch dazu. Egal ob schwach, stark oder man anders aussieht, man muss alle Menschen gleich behandeln. Rassismus ist unnötig, egal welche Sprache man spricht. Egal welche Religion, jeder soll gleich behandelt werden. Frauen haben die gleichen Rechte. An unserer Schule ist Diskriminierung nicht erwünscht. Respekt!
alle gleich. Respekt. Egal ob schwarz, weiß, arm oder reich. Er liegt nicht auf der Straße. Respekt. Dazu gehört auch gutes Leben. Respekt. Guten Tag, Entschuldigung, auf Wiedersehen. Respekt. Es gibt immer einen Weg, sich noch zu ändern. Respekt. Glaub an dich selbst und es wird gut enden. Meine Freunde helfen mir, wenn ich in der Scheiße liege. Falls wir uns mal streiten, ist nach kurzer Zeit Friede. Manche respektieren mich, manche auch nicht. Ich will richtige Freunde, denn ich kenn sie schon ewig. Selbst Erwachsene haben keinen Respekt. Ich halte Türen offen, krieg kein Danke zurück. Wir ärgern und streiten uns auf. Aber es gibt niemals den Schlag in den Bauch. Wir sind Freunde, halten zusammen. So zeig ich dir meinen Respekt, denn wir halten zusammen. Und wundere dich nicht, wenn es irgendwann der Fall ist, dass ich keine respektieren will, bis du irgendwann dann alt bist. Respekt! Irgendwie sind wir doch alle gleich. Respekt! Egal ob schwarz, weiß, arm oder arm. Respekt! Das ist nicht irgendeine Phrase. Respekt! Verliebt man sich, er liegt nicht auf der Straße. Respekt! Dazu gehört auch gutes Leben. Respekt! Guten Tag, Entschuldigung, auf Wiedersehen. Bist du nie gekommen? Ich hab langsam das Gefühl, wir sind dick verloren. Doch blicke ich nach vorn, ohne Respekt bist du für mich gestorben. Einer für alle und alle für ein. Damals war alles anders, da gab es keinen für ein. Irgendwie ist doch alles das Gleiche. Eine andere Hautfarbe hat doch nicht so heißen. Und du fragst dich, was hat es damit auf sich? Gib nicht auf, lauf nicht weg, hier ist dein Ausweg. Es gibt immer einen Weg, sich zu ändern. Glaub an dich selbst und alles wird sich ändern. Irgendwie sind wir doch alle gleich. Respekt. Egal ob schwarz, weiß, arm oder arm. Respekt. Das ist nicht irgendeine Phrase. Respekt. Verliebt man sich, er liegt nicht auf der Straße. Respekt. Dazu gehört auch gutes Leben. Respekt. Guten Tag, Entschuldigung, auf Wiedersehen.